Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie nochmal herzlich willkommen zu dieser letzten Veranstaltung heute im Rahmen des Tages der offenen Tür im Physikzentrum Bad Honnef. Es ist mir eine Freude, dass Sie hier sind in diesem, wie wir finden, schönsten Hörsaal, ich würde sagen 200 Kilometer Umkreis oder so etwas, über ein Thema etwas zum Abschluss zu hören, das ja auch in der Presse dargestellt worden ist. Im letzten Jahr sind Gravitationswellen entdeckt worden mit bestimmten sehr großen Laserinterferometern. Für mich persönlich hat das auch eine Bedeutung, weil ich meine Doktorarbeit ganz in der Nähe von einem der ersten Prototypen geschrieben habe, die 1980 ungefähr in München dazu gebaut wurden. Und ich finde es eine wunderbare Geschichte dieser Wissenschaft, dass über viele Jahrzehnte hinweg dorthin gearbeitet worden ist und jetzt so wunderbare Erfolge dabei auftreten. Wir sind, schätzen uns sehr glücklich, dass wir in Bonn Michael Kramer hier haben. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Er hat sein wissenschaftliches Leben in diesem Zusammenhang mit der Diplomarbeit begonnen schon. Er hat ursprünglich in Köln studiert und dann aber seine Diplomarbeit mit Pulsarmessungen am Radioteleskop in Effelsberg begonnen. Das kennen viele von Ihnen. Er ist dann in Berkeley gewesen und lange Zeit in einem der Zentren der Astronomie in Großbritannien, in Manchester. Und seit ungefähr 7 Jahren hier bei uns in Bonn. Lieber Herr Kramer, schönen Dank, dass Sie zugesagt haben, hier zu uns zu kommen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, guten Abend, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein. Und vielleicht fragen Sie sich, warum ein Radioastronom über Gravitationswellen berichtet. Ich hoffe, dass ich das Rätsel im Laufe des Vortrags lösen kann. Hinweis, die erste Detektion wurde tatsächlich mit Hilfe von Pulsaren gemacht. Und was in der Presse war in den letzten Monaten, ist die erste direkte Detektion. Und versuche den Unterschied deshalb im Folgenden zu erklären. Aber am Ende schlagen wir den Bogen zurück und ich werde Ihnen zeigen, wie wir gerade dabei sind, Gravitationswellen auch direkt mit Pulsaren zu beobachten. Alles in allem, aber ist es eine spannende Geschichte, die sich da insbesondere in den letzten Monaten ergeben hat. Und wenn man sich mal sozusagen zurücklehnt, das große Bild sich anschaut, dann und vielleicht in den Nachthimmel, dann sehen Sie, dass natürlich das Universum sehr groß und sehr viele Orte hat mit extremen Bedingungen. Und wir sitzen hier auf der Erde relativ gemütlich, relativ in einem relativ langweiligen Teil der Milchstraße. Und wir versuchen nur mit Hilfe unserer Teleskope und Instrumente durch das Auffangen von Photonen oder aber anderen Signalen, sprich Gravitationswellen zum Beispiel, die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde hergeleitet haben, im Weltall zu verifizieren. Und weil wir hier eigentlich am ziemlich langweiligen Teil in der Milchstraße und insbesondere im Sonnensystem sitzen, ist die Physik um uns herum eigentlich sehr unextrem. Es gibt sehr viel extremere Orte, wie zum Beispiel schwarze Löcher, Neutronen, Sterne und so weiter, wo wir versuchen zu erklären, ob unsere Physik dort auch gilt. Und das alles nur, während wir hier auf der Erde sitzen und nicht in das Experiment draußen eingreifen können. Wir bekommen unsere Informationen zumindest in den letzten paar hundert Jahren vom elektromagnetischen Spektrum. Seit den 30er Jahren, auch mit Hilfe der Radioastronomie, wo wir dann Teleskope wie Effelsberg benutzen, um den Radiohimmel zu beobachten. Hier sehen Sie, das ist der Himmel bei 408 MHz. Das ist eine Aufnahme mit Effelsberg und dem Teleskop Parkes in Australien aufgenommen worden ist. Hier sehen Sie das Band der Milchstraße. Das galaktische Zentrum ist als heller Fleck zu sehen. Dort gibt es ein riesiges, supermassives schwarzes Loch mit ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen. Sie sehen Strukturen, die von nahen Supernova-Überresten kommen. Sie sehen die Magellanischen Wolken und im Wesentlichen, wie gesagt, das Band der Milchstraße. Gehen wir zu etwas kürzeren Wellenlängen, etwas höheren Frequenzen. Da müssen Sie Satelliten benutzen, weil diese Strahlung nicht durch die Erdatmosphäre zu uns gelangt. Das ist ein Bild des Himmels im Infrarot. Wenn Sie dann im Optischen sind, dann zum Beispiel mit dem LBT hier, dann sehen Sie das Band der Milchstraße, aber mit vielen Dunkelwolken drüber gelegt. Und Sie sehen auch hier, dass Sie in das Zentrum der Milchstraße nicht schauen können, weil es Staub zwischen uns und dem Zentrum der Milchstraße gibt, das dieses Licht absorbiert und verschluckt. Gehen wir weiter in der Frequenz nach oben, müssen Sie wieder Satelliten beobachten, zum Beispiel hier mit Chandra und XMM.
Das ist der Radiohimmel. Tatsächlich, das ist der Bild, ist das von ROSAT aufgenommen worden, vom deutschen Röntgensatelliten. Und wenn man noch etwas weiter nach oben geht in der Frequenz und in die Wellenlänge kleiner macht, dann sieht man hier den Himmel im Gamma-Bereich. Das sind die kürzesten Wellenlängen, mit denen wir den Himmel beobachten, mit zum Beispiel dem Fermi-Satelliten oder auf der Erde mit über indirekte Messung mit dem Schrenko-Teleskopen, wo wir Atmosphärenschauern von Teilchen benutzen, um den Himmel zu beobachten. Das ist im Wesentlichen die Astronomie, wie wir sie bis September letzten Jahres betrieben haben. Hinzu kommen natürlich noch andere Informationen, wie zum Beispiel Neutrino-Experimente, wo wir also Neutrino, das sind Teilchen, die sich mit großer Geschwindigkeit und ohne große Wechselwirkung durch den Weltraum bewegen, beschleunigt von extremen Objekten wie schwarzen Löchern, wie Neutronensternen. Und wir kriegen unsere Informationen auch natürlich von Experimenten wie in CERN am LHC, wo wir versuchen sozusagen die Gesetze der Quantenmechanik mit den Gesetzen der Gravitation, ich komme später noch darauf zu sprechen, versuchen zu vereinigen. Und seit September, können wir nun sagen, haben wir ein weiteres Fenster zum Universum eröffnet, nämlich das Fenster der Gravitationswellen. Hier ist einer der LIGO-Detektoren und hoffentlich in der nächsten Zukunft, ich erkläre Ihnen das Experiment später, hoffentlich auch mit Pulsaren. Gehen wir aber mal zurück zum Anfang sozusagen und stellen uns mal ganz dumm, wie es so schön der Feuerzange wohl heißt, und fragen uns, warum können wir überhaupt hier auf der Erde die Gesetze, die wir herleiten, auf die Situation im Weltraum anwenden? Wir könnten uns also die Frage stellen, ob dieser Astronaut um die Erde genauso fällt wie an anderen extremen Objekten im Universum. Zum Beispiel würde der Astronaut um ein schwarzes Loch in der genau der gleichen Weise fallen wie um die Erde herum. Das ist eine höchst nicht triviale Frage, die im Wesentlichen zur Entdeckung der allgemeinen Relativitätstheorie geführt hat. Und in der Tat, die Relativitätstheorie hat im Dezember letzten Jahres, November letzten Jahres, soll ich genau sagen, das 100. Jubiläum gefeiert, als Albert Einstein 1915 vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften, das ist das Originalmanuskript, seine sogenannten Feldgleichungen vorstellte. Und diese Feldgleichungen ist im Wesentlichen unsere bis jetzige beste Erkenntnis der Gravitation als Fundamentalkraft festgelegt. Und unsere Aufgabe ist es nun sozusagen, diese Gesetze von Einstein zu testen. Wir hatten 2006 das Jahr der Physik, das auch Einstein-Jahr genannt wurde. Und hier ist zum Beispiel eine Ausgabe von Sky and Telescope, einer astronomischen Zeitung aus Amerika, die die Frage gestellt hat, was Einstein right? Hatte Einstein recht? Die Frage beschäftigt uns heute noch. Damals die Australier, wo es eine ähnliche Ausgabe gibt, etwas anders, was he wrong? Selbe Ausgabe, andere Frage, wahrscheinlich, weil die auf dem Kopf stehen. Wie auch immer. Die Frage ist wirklich immer noch aktuell. Wir haben nämlich Erkenntnisse, die zum Beispiel von der Beobachtung von Supernovae, also Sternexplosionen in entfernten Galaxien oder auch vom kosmischen Mikrowellenhintergrund darauf hinweisen, dass wir praktisch 90% des Universums nicht verstehen, mehr als 90%. Es gibt die sogenannte dunkle Energie, es gibt die sogenannte dunkle Materie. Und bis jetzt haben wir keine Messungen, die sagen, was sowohl die dunkle Materie wie auch die dunkle Energie sind. Manche Kollegen behaupten, es ist eine Abweichung von der Relativitätstheorie. Und deshalb stellt sich immer noch die Frage, gibt es irgendwelche Anzeichen, die darauf hinweisen, dass die Relativitätstheorie nicht unser letztes Verständnis in der Gravitationstheorie darstellt. Warum ist die Relativitätstheorie so etwas Besonderes? Gehen wir noch mal ein paar hundert Jahre zurück zur Situation, wo das Universum komplett mit den Gesetzen von Kepler und Newton beschrieben worden sind. Kepler hatte angefangen, systematisch die Planetenbahnen zu vermessen, beziehungsweise hatte er dazu auch Aufzeichnungen von Tycho Brahe zur Verfügung. Und er hat festgestellt, dass die Planeten sich auf Ellipsen um die Sonne bewegen, wo die Sonne in einem der Brennpunkte einer dieser Ellipsen positioniert ist. Diese Ellipsenbewegung wurde schließlich von Isaac Newton in seinem berühmten Werk erklärt, durch ein Gesetz der Gravitation. Und in diesem Universum von Newton ist im Wesentlichen
Raum gibt es eine absolute Zeit, mit der wir alle Ergebnisse im Raum messen können. Raum und Zeit sind allerdings getrennt und die Kraft zwischen zwei Objekten, zum Beispiel zwischen der Sonne und einem Objekt hier, ist instantan. Beide Körper, diese Kugel hier und die Sonne, fügen einander Anziehungskraft gemäß dieses newtonischen Gesetzes aus. Die Anziehungskraft ist instantan, würde die Sonne verschwinden, würde auch sofort die Kraft auf die rote Kugel hier verschwinden. Einstein hat mehrere Gedankenexperimente gemacht, um die Situation in Frage zu stellen, und sein Ansatz war wirklich revolutionär. Er kam also dahin gerade mit seinem Fahrrad und hat vorgeschlagen, dass die Gravitation nichts anderes ist als die Krümmung von Raumzeit. Außerdem kann man Raum und Zeit nicht trennen. Das heißt, wir haben nur eine Einheit Raum und Zeit. Es gibt keine absolute Zeit mehr, sondern wir müssen uns halt wirklich fragen, wo und wann machen wir die Experimente. Eine Masse verkrümmt nun diese Raumzeit in ihrer Umgebung und es ist diese Krümmung, die dann wiederum bestimmt, wie eine andere Masse sich in dieser Raumkrümmung bewegt. Würde die Sonne zum Beispiel verschwinden, dann würden wir, weil sich diese Krümmung der Raumzeit nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, sie ist begrenzt, jetzt in 8 Minuten feststellen. So lange würde es dauern, bis wir feststellen würden, dass die Sonne nicht mehr da ist. Dieses Konzept, dass wir praktisch nur mit lokalen Veränderungen zu tun haben und es keine absolute Zeit mehr gibt, hat eine Menge von Konsequenzen. Zum einen, und diese Konsequenzen widersprachen in vieler Hinsicht der Intuition der Kollegen der damaligen Zeit. Und es war damals die Aufgabe deshalb, diese Gravitationstheorie, die Einstein aufgestellt hatte, zu testen. Das Problem ist nur, die Gravitation ist eine ziemlich schwache Kraft. Wir würden das jetzt nicht glauben, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf den Boden falle, dann ist die Gravitation so viel schwächer wie die chemischen Kräfte der Moleküle und Atome hier im Boden, die mich davon abhalten, weiter zum Erdmittelpunkt zu fallen. Aber die Gravitation, also insgesamt ist die Gravitation ungefähr 36 Größenordnungen schwächer als die elektrische Kraft. Wenn man also vergleicht, was ist die elektrische Kraft zwischen Proton und Elektron verglichen zur Gravitationskraft, so ist der Unterschied 38 Größenordnungen, also 1 mit 38 Nullen. Und trotzdem ist die Gravitation was Besonderes. Man kann sie nämlich nicht abschirmen. Ich kann elektrische Kraft sehr leicht abschirmen. Wenn Sie also kein Handyempfang hier haben, dann liegt das daran, weil die elektromagnetischen Wellen hier durch den Hörsaal ziemlich gut abgeschirmt werden. Bei der Gravitation ist das nicht der Fall. Trotzdem, aber weil die Gravitation so schwach ist, müssen wir extrem große Massen benutzen, damit wir die Effekte der Gravitation tatsächlich testen können. Und so brauchen wir zum Beispiel Sterne, Planeten und heutzutage schwarze Löcher, Neutronensterne. Und was das sind, erkläre ich Ihnen im Folgenden. Fangen wir mit dem ersten Test an der Relativitätstheorie. Und dann hangele ich mich so langsam weiter zu den Gravitationswellen. Wie gesagt, laut Kepler und Newton bewegen sich alle Planeten auf Ellipsen, wobei in einem Brennpunkt die Sonne steht. Stimmt aber nicht. Die Astronomen hatten schon im 18. und 19. Jahrhundert festgestellt, dass diese Annahme falsch ist und dass tatsächlich Merkur als innerster Planet sich auf eine Ellipse bewegt, die sich im Raum dreht. Und diese Raumdrehung war nicht erklärbar. Man hatte so zum Beispiel so einen imaginären Planeten vermutet, der genau auf der anderen Seite der Sonne steht und den wir deshalb nicht sehen können, der Planet X. Im Wesentlichen aber ist es ein Effekt der Raumzeitkrümmung. Und damit konnte Einstein basierend auf seinen Feldgleichungen tatsächlich diese Bahndrehung zum ersten Mal korrekt ausrechnen. Das sind 42 Bogensekunden pro Jahrhundert oder 0,001 Grad pro Jahrhundert. Eine kleine, aber damals schon sehr gut messbare Zahl. Und das war der erste Beweis oder der erste Hinweis, sollte ich sagen, dass die Relativitätstheorie nicht falsch ist. Wir können nämlich, das ist eine andere philosophische Frage, niemals sagen, dass eine Theorie tatsächlich richtig ist. Wir können sie nur versuchen zu falsifizieren. Das ist ein großer Unterschied, der bei den Experimenten sehr wichtig ist. Ein anderes Experiment hat Einstein daraufhin berühmt gemacht. Das ist ein Brief, den hat er einem amerikanischen Kollegen geschrieben, als er noch in Zürich war, im Oktober 1913, also kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und in diesem Brief, damals noch in Deutsch geschrieben, Physiker unterhielten sich damals in Deutsch,
erklärte er das folgende Experiment. Eine Vorhersage der Relativitätstheorie ist nämlich auch, dass nicht nur Massen aus ihrer geraden Bahn durch die Raumkrümmung abgelenkt werden, sondern auch Licht, jede Form von Energie. Um das zu testen, müsste man also einen Stern beobachten, der hinter der Sonne steht und sein Licht am Sonnenrand vorbei in Richtung Erde strahlen lässt. Aufgrund der Raumkrümmung um die Sonne wird der Lichtstrahl nun abgelenkt und erreicht die Erde unter einem anderen Winkel. Für den Beobachter auf der Erde, der von der Raumkrümmung nichts mitbekommt, sieht der Stern deshalb aus, als würde er in dieser Position sich befinden. Das Problem ist allerdings, man kann aufgrund der Helligkeit der Sonne die Sterne nicht sehr einfach im Hintergrund beobachten. Die Sonne überstrahlt alle Hintergrundsterne. Klar, am Himmel sehen Sie im Tag, wenn Sie in Richtung Sonne schauen, keinen einzigen Stern. Die Idee ist nun, dass wenn Sie aber während einer Sonnenfinsternis beobachten, wenn also der Mond sich zwischen Erde und Sonne schiebt, und witzigerweise als Schmankerl der Natur hat der Mond genau die scheinbare Größe der Sonne, wenn er sich davor schiebt, dann wird die Sonne verdunkelt und Sie können zum ersten Mal die Sterne im Hintergrund beobachten. Und das war das Experiment, das Einstein vorgeschlagen hatte. Dann brach allerdings der Erste Weltkrieg aus und die Expedition war damals dann halt nicht möglich. Während des Krieges haben aber in Großbritannien Sir Arthur Eddington, ein Quaker, der mit dem Krieg nicht viel am Hut hatte, angefangen, diese Theorie, die damals ja von einem Feind vorgeschlagen wurde auf der deutschen Seite, zu testen. Er hat also schon während des Krieges die Expedition vorbereitet und die erste Möglichkeit nach Kriegsende gab es an einer Sonnenfinsternis 1919. Und diese Sonnenfinsternis bedeutete, dass es einen Schatten des Mondes gab, der sich jetzt hier gesehen vom Mond sozusagen von Brasilien zu westlichen Afrika bewegte. Und die Royal Society in England schickte dann zwei Expeditionen los, eine nach Brasilien und eine nach Westafrika. Das sind Originalaufnahmen, wie Eddington sie im Rahmen dieser Expedition gemacht hat. Und diese Verschiebung hier, diese zwei Striche hier, deutet die Verschiebung an zwischen der tatsächlichen und der scheinbaren Position des Sterns. Also die scheinbare Position während der Beobachtung und die tatsächliche Position, wenn man sie vermisst, wenn die Sonne weit weg ist. Und dieser Unterschied hatte genau die Größe, wie Einstein sie vorhergesagt hatte. Eddington schickte sein berühmtes Telegramm an Einstein, dass seine Theorie richtig sei. Und sogar Einstein, auch nur ein Mensch, schrieb direkt, das kann sich leider nicht lesen, einen Brief an seine Mutter, liebe Mutti oder liebe Mutter, heute erreicht mich eine freudige Nachricht und berichtet dann halt über diese Nachricht seines englischen Kollegen, dass seine Theorie stimmt. Die Nachricht dazu ist im wahrsten Sinne des Wortes wie eine Bombe eingeschlagen. Einstein wurde über Nacht berühmt. Er war auf den Titelseiten verschiedener Zeitungen. Einstein-Theorie triumphiert. Die Sterne sind nicht da, wo sie sein sollten und angeblich wären es auch nur ein Buch für 12 weise Männer, die einzigen, die auf der Erde in der Lage wären, die Theorie zu verstehen. Damit waren zwei wichtige Vorhersagen der Realitätstheorie schon bestätigt. Und man machte sich also daran dran, weitere Vorhersagen zu testen. Bevor ich dabei jetzt hingehe, versuche ich noch mal kurz dazu, den Unterschied zwischen der newtonischen Vorhersage und der Einstein-Vorhersage im Sonnensystem klarzumachen. Also im Sonnensystem, angenommen, die Sonne befindet sich hier im Zentrum dieser Raumzeit, die gekrümmt ist, dann können Sie versuchen, den Umfang eines Kreises zu messen und den mit dem Radius oder dem tatsächlich gemessenen Radius S zu vergleichen. Wenn Sie das tun, dann stellen Sie fest, dass die Strecke S hier etwas länger ist, um 0,0001% als Sie von dem Umfang des Kreises erwarten würden. Und dieser Unterschied kommt halt durch die Krümmung der Raumzeit. Aber auch die Zeit ist tatsächlich beeinflusst. Angenommen, Sie hätten eine Uhr und würden die Zeit sehr weit weg von der Sonne messen, also in unendlicher Entfernung. Und angenommen, der Tag an dieser unendlichen Entfernung hätte halt die 86.400 Sekunden, die wir normalerweise für einen Tag annehmen. Wären Sie aber hier am Rand der Sonne, dann wäre der, der,
dann geht die Uhr etwas langsamer und Sie würden eine Zeit von 86.399,8 Sekunden messen. Also auch eine Abweichung von 0,0002%. Die Effekte sind sehr klein. Und das ist genau das Problem. Wir haben es mit Gravitationsfeldern zu tun im Sonnensystem, die sehr klein sind. Und andere Vorhersagen, wie die Existenz von Gravitationswellen, sind im Sonnensystem schwer messbar. Dennoch gibt es Effekte, die man hier auf der Erde messen kann, wie zum Beispiel eben, dass Uhren im Gravitationsfeld langsamer gehen als weiter weg. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie nehmen zwei identische Uhren und positionieren eine am Fuß des Eiffelturms und andere eine Uhr oben an der Spitze des Eiffelturms, dann würde über ein Jahr die identische Uhr hier oben eine Mikrosekunde schneller gehen als hier unten, weil die Uhr sich hier unten etwas tiefer im Gravitationsfeld der Erde befindet als an der Spitze des Eiffelturms. Das hat man auch gemessen mit zwei Atomuhren, die man auf einem Flugzeug gepackt hat. Das heißt, eine blieb auf der Erde, eine identische Atomuhr wurde durch ein Experiment von diesem britischen Kollegen 1971 um die Erde geflogen. Und weil die Uhr auf der Erdoberfläche etwas tiefer im Gravitationsfeld war, ging die Uhr dann teilweise etwas langsamer als die Uhr im Flugzeug. Das ist übrigens derselbe Effekt, den wir auch bei GPS-Satelliten in Betracht ziehen müssen, damit Sie richtig am Ende nach Hause finden. Ansonsten würde Ihr GPS eine völlig falsche Positionierung geben. Aber auch Ihre eigene Uhr, Ihre biologische Uhr, Ihre Armbanduhr hat pro Jahr eine Schwankung von 1,7 Millisekunden. Jede Uhr auf der Erde hat eine Schwankung von 1,7 Millisekunden. Im Januar sind wir näher an der Sonne, haben wir nur eine Entfernung von 147 Millionen Kilometer und im Sommer etwas weiter weg, da hat die Erde einen Abstand von 152 Millionen Kilometer. Und dieser Unterschied im Gravitationsfeld zur Sonne, hier sind wir tiefer, hier sind wir weiter weg, produziert einen Gangunterschied von 1,7 Millisekunden pro Jahr. Das ist irgendwie ironisch, wenn man sich mal vorstellt, dass all die Börsen versuchen, mit großer Technologie die Zeit so genau wie möglich und ihre Kauf- und Verkaufinformationen so schnell wie möglich zur Börse zu bringen, wenn alle Uhren auf der Erde tatsächlich einen Gangunterschied von 1,7 Millisekunden pro Jahr besitzen. Aber wie gesagt, Gravitationswellen werden Sie im Sonnensystem zumindest mit den dortigen Objekten nicht messen können. Raumzeit ist gekrümmt durch eine Masse. Und wenn die Masse sich jetzt nun beschleunigt ist, dann breiten sich Wellen aus. Sie können sich das ein bisschen so vorstellen, als hätten Sie einen ruhigen Teich. Das ist Ihre Raumzeit. Sie lassen einen kleinen Stein reinfallen und dann breiten sich doch, wo der Stein reingefallen ist, Wellen aus. Das heißt, wir haben einen Stein, der beschleunigt durch die Wasseroberfläche gefallen ist und es breiten sich Wellen aus. Und dieser Effekt sehen wir bei Gravitationswellen auch. Wir haben eine Masse, die beschleunigt wird und damit breiten sich die Krümmung der Raumzeit mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und Einstein hatte dieses schon vorgeschlagen in einer seiner ersten Papiere. Und im Wesentlichen, das Beste wäre, wenn Sie zwei Objekte haben, die umeinander kreisen, das heißt, die werden dann dauernd beschleunigt. Und dann würden sich also diese Wellen wie so in einem Teich ausbreiten. Man kann mal ausrechnen, wie groß sozusagen die Gravitationswellen wären, die durch das System Jupiter und Sonne, also Jupiter kreist ja um die Sonne und damit strahlt auch im Sonnensystem das Sonne-Jupiter-System Gravitationswellen ab. Und wenn man das ausrechnet, dann sieht man, dass der Jupiter nur halt eine Masse von 0,001 Sonnenmassen hat. Die Geschwindigkeit ist ziemlich klein, 13 km pro Sekunde, Umlaufzeit 12 Jahre. Dann bekommen Sie eine Gravitationswellenleuchtkraft, also einen Verlust von Energie durch das Abstrahlen von Gravitationswellen von gerade mal 6000 Watt. Das werden Sie hier auf der Erde nie messen können. Damit war eigentlich die Hoffnung, Gravitationswellen zu messen, erstmal dahin und es brauchte die Entwicklung von Technologie, um das dann heutzutage möglich zu machen. Einfacher wird es nämlich, wenn wir statt dieser schwachen Felder im Sonnensystem zu wirklich starken Gravitationsfeldern übergehen.
Also das ist die einzige Formel, die ich Ihnen heute zeige, E durch über mc². Wenn Sie jetzt ausrechnen, was das Gravitationspotential in den Einheiten von mc² für die Sonne, für die Erde und den Mond ist, dann sehen Sie, dass wir ziemlich kleine Zahlen haben. Nee, kommen Sie aber zu kompakteren Objekten, wie zum Beispiel sogenannten Neutronensternen oder schwarzen Löchern, dann sehen Sie, dass die Zahl sehr groß ist, verglichen zumindest mit denen hier. Schwarze Loch 0,5 ist die größte Zahl, die Sie haben können. Das heißt, wir werden hier mit solchen Objekten nie in der Lage sein, Gravitationswellen zu messen. Wir müssen zu diesen Objekten gehen, wo die Gravitationswellen viel stärker sind, durch die Kompaktheit und die Größe der Masse. Ich werde Ihnen zuerst etwas über Neutronensterne erzählen und dann später über schwarze Löcher. Neutronensterne wurden 1967 entdeckt als sogenannte Pulsare. Pulsare sind im Wesentlichen kosmische Leuchttürme, die eine Radiostrahlung entlang ihrer Magnetpole aussenden. Und der Stern ist relativ kompakt, hat nur einen Durchmesser von 20 Kilometer, passt also locker in New York, ist stark magnetisiert, hier angedeutet durch das Dipolfeld. Und entlang der Magnetpole wird Ladung aus der Oberfläche des Neutronensterns herausgezogen, beschleunigt und erzeugt ein Radiolicht. Wenn immer der Radiostrahl in Ihre Richtung zeigt, bekommen Sie einen Puls. Das heißt, von Weitem entfernt, von einer Entfernung betrachtet, haben Sie eine pulsierende Radioquelle. Wenn wir mit unserem Teleskop hier in Effelsberg uns einen solchen Pulsar anschauen, dann sieht das ungefähr so aus. Das sind Originaldaten, die wir mit Effelsberg aufgenommen haben. Und dann sehen Sie, dass dieser Puls regelmäßig in regelmäßigen Abständen kommt. Und zwar im Abstand einer Rotationsperiode. Das heißt, der Pulsar, wenn der Strahl in Ihre Richtung zeigt, sind Sie Puls, 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 Puls. Das heißt, jeder dieser Signale entspricht einer Rotation Ihres Neutronensterns. Sie sehen auch tatsächlich, dass die Pulse unterschiedlich sind in ihrer Form und Amplitude. Dass die Ankunftszeit aber sehr regelmäßig ist. Pulsare drehen sich mit über vier Größenordnungen, über einen Faktor 10.000 mit Perioden. Der langsamste Pulsar, den wir kennen, sind 8,5 Sekunden, stimmt nicht ganz. Wir haben jetzt einen mit 12,1 gefunden, den haben wir aber nicht veröffentlicht. Und auf der anderen Seite, der schnellste Pulsar, den wir kennen, hat eine Periode von nur 1,4 Millisekunden, also ein Faktor ungefähr von 10.000 dazwischen. Es gibt zwei bekannte Pulsare, da gibt es den Krebs-Pulsar. Das war der Pulsar, kann ich später vielleicht gerne erläutern, warum der so wichtig war, die uns gesagt haben, dass ein Pulsar tatsächlich Neutronensterne sind. Der dreht sich mit einer Periode von 33 Millisekunden. Und der stärkste Pulsar am Himmel ist der sogenannte Wela-Pulsar, den sieht man leider nur auf der Südhalbkugel, der hat eine Periode von 89 Millisekunden. Die sind so klein, nur 20 Kilometer Durchmesser, dass ich Ihnen kein Bild zeigen kann, selbst wenn ich wollte. Was ich aber machen kann, als Radioastronom, kann ich meine Daten hörbar machen. Dachte ich zumindest, machen wir es anders. Geht auch so, glaube ich. Das ist der Wela-Pulsar, hat eine Periode von 89 Millisekunden. So wie es hört sich an wie so ein Bongo-Spieler im Himmel. Sie hören, dass die Amplituden anders sind, aber die Pulse kommen in der großen Regelmäßigkeit. Der Krebspulsar ist dreimal schneller und hört sich so an. Jeder Puls, den Sie hören, ist eine Rotation eines Objekts, das so groß ist wie Köln, aber 1,4-mal die Masse der Sonne hat. Die schnellsten Pulsare, die sogenannten Millisekundenpulsare, drehen sich so schnell, dass Ihr Gehirn diese Pulse gar nicht mehr auflösen kann. Und dann bekommen Sie einen Ton von hier in dem Fall ungefähr 700 Hertz. Was bedeutet das jetzt in Physik? Für mich ist es einfacher, das in Rotationen pro Minute sich vorzustellen. Also dieser Pulsar dreht sich hier 7-mal in der Minute um seine eigene Achse. Ich kann das mal versuchen nachzumachen. Das geht auch relativ einfach. Vergleichen Sie das mal mit einer Waschmaschine, wenn Sie da im Schleuderprogramm betreiben, schauen Sie mal rein. Das sind 1600 Umdrehungen pro Minute. Sieht schon ziemlich schnell aus. Ich weiß nicht, ob sich einer hier so ein Auto leisten kann, die so ungefähr 20.000 Rotationen pro Minute schaffen. Das ist aber nichts verglichen mit dem, was die Natur uns gibt. Nämlich der Millisekundenpulsar dreht sich pro Minute mehr als 40.000 Mal um seine eigene Achse.
ist kein gesunder Ort, um dahin zu fahren, weil die Geschwindigkeit beim Äquator 162 Millionen Stundenkilometer sind. Damit haben sie eine Gravitationsbeschleunigung, die der Zentrifugalkraft widerstehen muss, die ziemlich groß ist. Und um das mal anzudeuten, angenommen, Sie haben eine Masse, die Sie aus einem Meter Höhe über Neutronenschein fallen lassen, dann hat diese Masse schon nach einer Mikrosekunde eine Geschwindigkeit von 8 Millionen Stundenkilometer. Wie gesagt, kein gesunder Ort. Nebenbei auch noch eine Million Kelvin heiß. Also, auf jeden Fall, was passiert ist, dass wir ein Objekt haben mit einer Masse von ungefähr 1,4 mal der Masse der Sonne. Die drehen sich bis zu 700 Mal pro Sekunde, 40.000 Mal pro Minute. Und damit haben sie nichts anderes als ein massives Schwungrad. Dieses Schwungrad hat sehr viel Rotationsenergie gespeichert. Und wenn Sie mal sich vielleicht an die Physikexperimente erinnern, wo Sie auf dem Stuhl sitzen und Sie haben so ein kleines Schwungrad in der Hand und versuchen das zu drehen, das ist gar nicht so einfach. Insbesondere nicht, wenn das Ding eine Masse hat von 1,4 Sonnenmassen und sich 40.000 Mal pro Minute dreht. Das heißt, was passiert? Die Rotation dieses Pulsars ist super genau. So genau wie die besten Atomuhren hier auf der Erde. Und das ist genau der Trick. Wir benutzen Pulsare als Uhren, die zusätzlich auch noch ein starkes Gravitationsfeld haben. Und wenn die um den Begleiter fallen, haben wir genau das beste System, mit dem wir Relativitätstheorie testen können. Verglichen nochmal zu den Effekten im Sonnensystem. Wenn ich dieselbe Rechnung mache in der Sonne, verglichen mit dem zu einem Neutronenstern, dann sehen Sie, jetzt konzentriere ich mich nur mal auf die Prozentzahlen hier, dass wir hier von einem 13%-Effekt bei der Messe des Umfangs messen und einen 20%-Effekt bei der Messung der Zeit. Also, Sie sehen schon, Messungen der Relativitätstheorie sind sehr viel einfacher bei Pulsaren durchzuführen als im Sonnensystem. Was machen wir also? Und ich komme jetzt langsam zu den Gravitationswellen. Wir beobachten hier mit unseren Teleskopen in Effelsberg ein Pulsar, wie er um seinen Begleiter kreist. Wir nehmen also dieses Signal auf und verfolgen, wie dieser Pulsar um seinen Begleiter im Schwerefeld der Milchstraße fällt. Das heißt, wir sitzen hier wirklich auf der Erde und schauen uns nur das Experiment an, wie es ohne unseres Zutun im mehrere tausend Lichtjahre von uns entfernt passiert. Das ist gar nicht so einfach, weil Pulsare tatsächlich sehr schwache Objekte sind. Die Energie, die von allen Pulsaren über die Laufzeit, über Lebensalter des Universums von unserem Teleskop wie Effelsberg aufgefangen werden würde, reicht gerade mal aus, um eine Taschenlampe für eine Sekunde zum Leuchten zu bringen. Das sind die Energien, die wir mit Effelsberg auffangen können oder müssen, um diese Objekte zu beobachten. Das Ganze wird einfacher, wenn man noch viel größere Teleskope hat, wie zum Beispiel hier das Arecibo-Teleskop, das Sie vielleicht aus Filmen wie GoldenEye oder Contact kennen. In GoldenEye wurde das mit Wasser gefüllt, zum Glück nicht in real. Das Teleskop ist in Puerto Rico, hat einen Durchmesser von 305 Metern, ist nicht frei beweglich, sondern ist in der Talebene eingelassen, hat aber deshalb eine sehr große Empfangsfläche, 10-mal größer als die von Effelsberg. Und dieses Teleskop wurde von Joe Taylor und Russell Hulse 1974 benutzt, um nach diesen neuen Pulsaren zu suchen. Und sie waren die Ersten, die einen Pulsar mit einem Begleiter gefunden haben. Und das wurde klar, als dieser Pulsar nämlich in seiner Periode sich veränderte, in dieser regelmäßigen Form. Das ist nichts anderes als der Doppler-Effekt, wenn der Pulsar sich um seinen Begleiter dreht und eben aufgrund der geänderten Geschwindigkeit zu ihm halt seine Pulsperiode ändert. Und hier zwischen 58,97 und 59,06 Millisekunden. Was sie gefunden hatten, war ein Pulsar, der einen anderen Neutronenstern als Begleiter hat. Die Umlaufzeit waren 7,75 Stunden oder sind noch. Exzentrizität ziemlich groß, das heißt, es ist keine kreisförmige Bewegung, sondern geht auf eine Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,617. Ein mittlerer Abstand von ungefähr 2 Millionen Kilometern und Bahngeschwindigkeit bis 440 Kilometer pro Sekunde. Und was Sie gemerkt haben durch die Beobachtung dieses Systems, ist, dass die Periode von 7,75 Stunden langsam abnahm. Und diese Abnahme ist im Wesentlichen hier auf dieser X-Achse aufgetragen gegenüber der Zeit. Und das sind Messpunkte. Und die normalerweise haben Fehlerbalken, aber die Fehlerbalken sind so klein, dass man die gar nicht hier sehen kann. Und diese rote Kurve ist die Vorhersage der Relativitätstheorie.
Was wir hier nämlich sehen, ist, dass der Orbit schrumpft, weil das System Gravitationswellen abstrahlt. Wir haben diese beiden Neutronen schon, die kreisen umeinander. Wir haben das Abstrahlen von Gravitationswellen. Das System verliert Energie. Und weil das System Energie verliert, kommen die beiden Objekte näher zusammen. Und das sehen Sie hier in dieser Messung. Und das ist gemessen, das ist der letzte Plot, mit einer Genauigkeit von 0,3%. Die Tatsache, dass das System schrumpft, genau wie von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt wurde, war der erste Beweis für die Existenz von Gravitationswellen und wurde halt auch dann 1993 mit dem Nobelpreis für Physik belohnt. Hier, erinnern Sie sich, im Sonnensystem haben wir gerade mal 6000 Watt Gravitationswellenabstrahlung. Hier, das System hat eine Gravitationswellenabstrahlungsleistung von 7,8 Milliarden, das ist tatsächlich das deutsche Bedeutung von Milliarden Watt. Eine ganze Menge mehr. Ist aber nicht das beste System. Das beste System haben wir 2003 entdeckt, wieder mit dem Teleskop in Australien. Und hier haben wir ein System, das tatsächlich nicht nur aus einem Pulsar besteht, sondern aus zweien. Diese beiden Pulsare, wir zoomen gleich mal rein, umkreisen sich einander mit einer Periode von nur 2,5 Stunden, also deutlich schneller als bei dem Pulsar, der Hals und Taylor gefunden haben. Man sieht ihnen auch zusätzlich das Objekt von der Kante, das hat andere Effekte zu folgen. Und wir haben eine Bahngeschwindigkeit, die sehr viel größer ist, nämlich 1 Million Kilometer pro Stunde. Dieses System strahlt Gravitationswellen ab, genau wie das System von Hals und Taylor. Wir messen mittlerweile, dass das System jeden Tag um 7,152 mm schrumpft. Auch hier ist wieder so ein Plot, wie aufgetragen sozusagen die Änderung von der Bahnabstand als Funktion der Zeit. Das ist die Vorhersage der Relativitätstheorie und das sind unsere Messpunkte. Das ist tatsächlich der genaueste Beweis für die Existenz von Gravitationswellen. Wir haben sie jetzt mit LIGO, und da komme ich gleich drauf, zwar direkt gesehen, aber unsere Genauigkeit ist noch 3 Größenordnungen besser als das, was LIGO momentan messen kann. Die Tatsache, dass die Bahn um jeden Tag um ungefähr 7 mm schrumpft, bedeutet, dass in 85 Millionen Jahren diese Neutronensterne kollidieren, wie hier in der Animation versucht darzustellen, und während dieser Kollision formen sie ein schwarzes Loch und strahlen eine ganze Menge von Gravitationswellen ab. Tatsächlich ist die Entdeckung vom Doppelpulsar für die LIGO-Leute sehr interessant gewesen, weil sie nämlich deren Detektionsrate um fast eine Größenordnung verbessert hatte. Das geht darum, wir haben also den Detektor gebaut, haben mich gefragt, wie lange müssten wir messen, bis wir ein Ereignis sehen. Und allein durch diese Existenz von diesem System konnten wir denen sagen, dass deren vorherige Erwartungen tatsächlich um Faktor 10 zu klein waren. Die Ironie des Schicksals ist jetzt, dass das erste System, was vom LIGO gesehen wurde, eben nicht eine Kollision von zwei Neutronensternen war, sondern tatsächlich die Kollision von zwei schwarzen Löchern. Damit hat keiner gerechnet. Und die Natur hält also wiederum viele Überraschungen für uns parat. Das System hat eine Gravitationswellenabstrahlung von 23,6 Milliarden Watt, wieder verglichen mit 6000 Watt vom Sonnensystem. Die Leute wussten also spätestens seit dem Hals-Taylor-Pulsar, spätestens also seit dem Ende der 70er Jahre, dass Gravitationswellen existieren. Das heißt, es wurden Experimente entwickelt, die versucht haben, diese Wellen dann trotz der kleinen Amplitude direkt auf der Erde zu messen. Und die ersten Versuche tatsächlich noch vor der Entdeckung von Pulsaren wurden gestartet von Josef Weber. Der hatte einen Riesenblock von Aluminium als Masse, das mit den Gravitationswellen halt wechselwirken sollte. Das Problem bei so einem Experiment ist aber, dass sie praktisch nur auf einen bestimmten kleinen Frequenzbereich messen können, weil es hier ein Resonanzexperiment ist. Das viel bessere Experiment, und das ist ein Vorschlag, der dann später gekommen ist, benutzt im Wesentlichen die Laufzeiteffekte eines Lasers zwischen zwei Spiegeln. Was die Gravitationswelle nämlich macht,
ist, die staucht und streckt die Raumzeit. Das ist eine der Polarisationsrichtungen, wie wir sie nennen. Das heißt, in einem Moment wird die Raumzeit in diese Richtung gestaucht und während die andere Richtung gestreckt wird und umgekehrt. Und die Gravitationswelle in einer bestimmten Frequenz ändert und streckt die Raumzeit. Das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel eine experimentelle Anrichtung haben, wo Sie hier einen Laser haben, der zwischen zwei Spiegeln hin und her läuft, dann wird zu jedem Zeitpunkt, wenn die Gravitationswelle drüber rüberläuft, der eine Arm gestreckt und der andere Arm gestaucht. Der eine Arm gestreckt, der andere Arm gestaucht. Und Sie versuchen, damit gibt es eine Laufzeitverzögerung des Lasers zwischen den Enden und die versuchen Sie zu messen. Und das ist das Prinzip von LIGO. Das heißt, Sie haben hier einen Laser, der aufgespalten wird in zwei Teile. Das eine Licht geht zum einen Spiegel, der andere Teil des Lichts geht zum anderen Spiegel. Dort wird das reflektiert und Sie schauen sich an, was passiert, wenn das Licht zurückkommt. Wenn es keinen Effekt der Gravitationswellen gegeben hat, dann sind die beiden Armlängen genau gleich, 4 Kilometer in dem Fall. Und Sie haben eine konstruktive Interferenz, das heißt, beide Wellenberge des Laserlichts addieren sich in derselben Art und Weise. Ist aber ein Arm des Lasers teilweise etwas kürzer oder länger als der andere, dann verschieben Sie die Wellen und Täler dieses Laserlichts auf beiden Seiten gegeneinander und Sie bekommen tatsächlich sogenannte destruktive Interferenz. Das Laserlicht, das kombinierte Signal, wird dunkel. Wir haben auf der oben gesehen, Sie haben also hier eine Gravitationswelle, die die Arme des Lasers verstaucht und streckt. Und auf diese Art und Weise haben Sie dann, ich mache von vorne, eine Veränderung in der Addition der Wellenberge. Und das können Sie messen. Und damit sind Sie in der Lage, tatsächlich eine Längenänderung zu messen, die ungefähr das Tausendste eines Protonsdurchmesser darstellt. Unglaublich. Das ist die genaueste Messung, die Menschheit im Moment machen kann. Das ist nur möglich, weil wir so viele Photonen haben, in dem Laserlicht, die das Signal verstärkt sozusagen. Und damit ist man in der Lage, diese unwahrscheinlich kleinen Auswirkungen der Gravitationswellenstrahlung hier auf der Erde zu messen. Und so gibt es eine Reihe dieser Gravitationswellendetektoren. Tatsächlich war der erste Vorschlag zum Bau eines solchen Lasers ein Vorschlag von deutschen und britischen Kollegen, vorgelegt zum Ministerium am Anfang der 90er Jahre. Aber ausgehend von den Effekten, von den Experimenten in München im MPI für Quantenoptik und Physik, das der Herr Mesche eben in der Einleitung beschrieben hat. Die Deutschen haben das Experiment nicht gefördert und so haben die Amerikaner es aufgegriffen und haben LIGO gebaut. Es sind zwei Detektoren in Hanford, Washington, in Livingston, Louisiana. Praktisch Washington ist am Nordwesten, am obersten Ende der USA, Richtung Kanada, und Livingston ist im Südosten der USA, so weit weg wie möglich. Warum? Weil es, wenn es eine Gravitationswelle gibt, dann kommt die aus einer bestimmten Richtung. Das heißt, sie wird einen Detektor zuerst erreichen und den anderen Detektor etwas später, je nachdem, wie die relative Anordnung der Quelle zu den Detektoren ist. Und aus diesem Laufzeitunterschied kann man tatsächlich versuchen, sie zu triangulieren und zu gucken, wo die Quelle herkommt. Das geht nicht besonders gut momentan, aber es sind weitere Gravitationswellendetektoren im Bau. Hier ist zum Beispiel Virgo in der Nähe von Pisa, der gerade ein Upgrade erhält, also verbessert wird in seiner Technologie, genauso wie die LIGO-Detektoren vor ein paar Jahren eben einen solchen Upgrade erhalten haben. Und in Japan wird Kaga gebaut. Die Qualität ist nicht sehr gut. Das ist tatsächlich unterirdisch und gekühlt. Der ist nicht ganz so lang wie LIGO, nur 3 Kilometer, aber immerhin, weil er gekühlt ist und unter der Erde, hat der sogar eine bessere Empfindlichkeit als die LIGO-Detektoren, wenn er fertig ist. Ich glaube, er soll in 2 Jahren spätestens fertig sein. Und dann haben wir noch GEO 600. Das ist das Einzige, was die Deutschen und Briten zusammen auf ihre Beine gestellt haben. Also das sind, wie gesagt, 4 Kilometer. Der hat einen Arm von 600 Metern. Das ist, bitte? Ist wenig, ja, aber es ist auch eine Kostenfrage. Und deshalb ist das, was tatsächlich möglich war. Trotzdem hat GEO 600 wichtige Beiträge zu der Entdeckung, von der ich gleich berichte, beigetragen.
Denn die Upgrades, die LIGO erfahren hat, nämlich bessere Laser, bessere Auffängung, die sind alle hier in Geo 600 entwickelt worden. Das heißt, Geo 600 war tatsächlich ein wichtiges Testbed. Und die Technologie, die in Geo entwickelt wurde, hat man hier in LIGO dann eingebaut, also funktionierte, und das hat dann schließlich die Entdeckung gebracht. Also Kollegen am Albert-Einstein-Institut sind maßgeblich und entscheidend an der Entdeckung beteiligt gewesen. Ja, und am 11. Februar war es dann soweit. Die Gerüchteküche war seit Monaten schon am Brodeln, dass die LIGO-Leute tatsächlich im September letzten Jahres was gesehen haben. Und am 11. Februar gab es dann die offizielle Pressekonferenz und die Bekanntmachung der Entdeckung. Und das ist die Aufmachung der Tagesschau an dem Tag. Es war die allererste Nachricht. Trotz aller der Probleme, die wir in der Welt momentan haben, war das wirklich der Aufmacher der Tagesschau um 20 Uhr. Und ich persönlich fand das sehr genugtuend, dass wir hier wirklich mal ein wissenschaftliches Resultat haben, das alle anderen Nachrichten in den Schatten stellt und dementsprechend auch die Wichtigkeit dieser Entdeckung halt würdigt. Das Einzige, was mich gestört hat, dass diese Schlagzeile falsch ist. Eigentlich hätte es sein müssen, die erste direkte Nachweis in Gravitationswellen, denn den besten Beweis habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Was haben die Leute entdeckt? Die Leute haben eben nicht die Kollision zwei Neutronensterne entdeckt, was zuerst erwartet worden war, sondern die Kollision von zwei schwarzen Löchern. Hier ist eine Animation von LIGO. Wir haben zwei schwarze Löcher, die diesen Tanz machen als Binärsystem. Der Orbit schrumpft wie bei den Pulsaren und irgendwann verschmelzen die zu einem gemeinsamen schwarzen Loch und die überbleibende Energie wird sozusagen in Gravitationswellen abgestrahlt. Und dieses Signal wurde in Hanford und in Livingston aufgefangen. Das Signal ist im Wesentlichen eine Schwingung, deren Frequenz ansteigt. Und aus der Anstieg der Frequenz können Sie die Masse dieser Objekte bestimmen, die sogenannte Chirp-Masse. Und wenn man das macht, dann stellen Sie fest, dass wir zwei schwarze Löcher haben mit einer Sonnenmasse von einer Größe von 36 Sonnenmassen und 29 Sonnenmassen. Die Leute wussten gar nicht, ob diese schwarzen Löcher bei dieser Masse existieren. Keiner hatte diese schwarzen Löcher wirklich vorhergesagt. Das heißt, man hat eine Beobachtung gemacht von zwei Objekten, wovon man gar nicht wusste, ob diese überhaupt existieren. Wenn die Relativitätstheorie korrekt sind, dann gibt es eine bestimmte Größe, einen Schwarzschildradius, der nur von der Masse abhängt, dann kann man die Größe der beiden schwarzen Löchern ausrechnen, 220, 170 Kilometer. Und das ist konsistent mit den Daten. Also die Frequenz steigt an, weil das Objekt schneller und schneller und schneller kreist, umso näher die einander kommen. Und irgendwann hört es dann abrupt auf bei einer Frequenz von ungefähr 170 Hertz. 160 Hertz, genau zu sein. Und das entspricht einem Abstand von ungefähr 300 Kilometern. Man kann die Bahnbewegung ausrechnen. Und das passt genau mit der Messung hier für die Größe der schwarzen Löcher zusammen. Das heißt, man musste aus dem Anstieg der Frequenz, wie schwer die Objekte sind, nämlich 36 und 229 Sonnenmassen, und man wusste, dass die bis auf 300 Kilometer aufeinander rangekommen sind, also müssten sie mindestens so groß sein. Oder mindestens so klein sein, sollte ich genau sein. Und damit wusste man, es sind schwarze Löcher, keine Neutronensterne. Denn kein Neutronenstern hat 36, 29 Sonnenmassen. Die größte, schwerste Neutronenstern, den wir kennen, haben wir mit Effelsberg gemessen, zu zwei Sonnenmassen. Aber damit kann es kein Neutronenstern sein, aber es kann auch kein normaler Stern sein, weil kein normaler Stern 300 Kilometer groß ist. Und damit wissen wir, es sind zwei schwarze Löcher. Das heißt, wir haben am Ende dann ein schwarzes Loch mit 62 Sonnenmassen und einer Größe von 370 Kilometer Durchmesser. Und wenn man das mal vergleicht, 36 plus 29 ist etwas mehr als 62, sind nämlich drei Sonnenmassen fehlen. Das heißt, während dieser Kollision, während dieses Verschmelzen, hat dieses Objekt drei Sonnenmassen instantan mehr oder weniger abgestrahlt in Gravitationswellen. Und damit war es lauter als alles andere in der Galaxis. Tatsächlich ist dieses Objekt hier ungefähr 1,2 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, also gar nicht in unserer Galaxie. Was man auch festgestellt hat, ist, dass es einen kleinen Laufzeitunterschied zwischen den beiden Signalen gab. Das eine Signal ist etwas früher angekommen als das andere. Hier hat man es übereinander geschoben.
Man sieht tatsächlich, dass beide Detektoren unabhängig voneinander dasselbe Signal gemessen haben. Das ist das Papier. Das heißt, wir haben, damit kann man ungefähr die Richtung abschätzen, weil ein Detektor war etwas näher an der Quelle als der andere Detektor. Die Lokalisierungsgenauigkeit ist nicht besonders gut, ich zeige Ihnen gleich eine Karte, aber immer hat man ungefähr eine Richtung, wo das Objekt herkam. Und das Wichtige an dieser Entdeckung ist, das ist der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen. Wir haben tatsächlich mit einem Instrument hier auf der Erde die Amplitude und Phase einer Welle gemessen, die von Einstein vorhergesagt worden war. Es ist auch die erste Beobachtung vom Schmelzen von schwarzen Löchern. Es ist vielleicht sogar der beste Beweis für die Existenz von schwarzen Löchern schlechthin, weil alle anderen Beobachtungen sind mehr oder weniger indirekt bisher. Es sind auch die massenreichsten bekannten stellaren schwarzen Löcher. Wie gesagt, vorher wusste man gar nicht, ob schwarze Löcher mit so großen Massen existieren. Und man kann natürlich auch versuchen, diese Schwingung mit der Vorhersage, die ja im Wesentlichen die Bahnbewegung darstellt, mit den Vorhersagen der Relativitätstheorie zu vergleichen. Und da können Sie eine Genauigkeit eines Tests machen von 4%. Unser Doppelpulsar-Test ist 0,002% und ist damit ungefähr 3 Größenordnungen immer noch besser. Aber wie gesagt, hier haben Sie zum ersten Mal die Gravitationswelle direkt gesehen. Vor letzter Woche gab es eine weitere Publikation, wo dieses Signal vorgestellt wurde. Das ist das zweite sichere Signal, gemessen am zweiten Weihnachtstag letzten Jahres. Ich sollte noch vielleicht noch für meine Kollegen in Hannover sagen, das Signal wurde zum ersten Mal in Hannover gesehen. Unsere Kollegen sind, wie gesagt, Bestandteil des LIGO-Konsortiums und das ist gemessen worden um kurz vor Mittag mitteleuropäischer Sommerzeit. In Amerika hat da jeder geschlafen. Das heißt, die Pipeline, die die Daten automatisch nach Hannover schickt, ist zum ersten Mal unsere Kollegen hier in der Gruppe von Bruce Allen, meinen Kollegen am IEEE, aufgefallen. Das Signal war so stark, man hat nicht erwartet, dass das erste Signal tatsächlich so eine Amplitude hat, dass man es mit dem bloßen Auge sieht. Das heißt, man hat zuerst vermutet, dass da irgendeiner mit Absicht direkt an den Detektoren gerüttelt hat, um sie zu testen oder aber gar um die Leute zu verwirren. Aber da beide Detektoren das gleichzeitig das Signal mehr oder weniger identisch gesehen haben und man alle anderen Auswirkungen und Einwirkungen auf den Detektor ausschließen konnte, ist man sich sicher, dass das ein reales Signal ist. Aber wie gesagt, das erste Signal von Gravitationswellen ist tatsächlich in Hannover gesehen worden und nicht in Amerika. Das war der sogenannte Boxing Day Event, also zweiter Weihnachtstag letzten Jahres. Das Signal besteht aus zwei etwas leichteren schwarzen Löchern, nämlich hier aus 7,5 und 13 Sonnenmassen, die zu einem schwarzen Loch 29 Sonnenmassen verschmolzen sind. Und dann gibt es noch ein Event vom Oktober letzten Jahres, das eigentlich auch real ist, auf alle Kollegen glauben, es ist real, ist aber in seiner Signifikanz nicht ganz so gut wie das Signal von Weihnachten. Und deshalb offiziell gibt es zwei Signale, aber Sie werden in den Tabellen immer das dritte Signal auch sehen. Das heißt, man hat innerhalb von 3 Monaten 3 Signale gesehen. Und das ist nur sozusagen die Spitze des Eisberges. LIGO ist gerade dabei, die Empfindlichkeit weiter zu verbessern, um Faktor 2. Und damit kann man doppelt so weit sehen wie vorher. Und damit werden wir in den nächsten paar Jahren praktisch einen ganzen Katalog von diesen Gravitationswellensignalen bekommen. Wir werden sozusagen zum ersten Mal zahlreiche, wenn nicht gar hunderte von diesen schwarzen Löchern beobachten können. Objekte also, von denen wir vor ein paar Monaten noch gar nicht wussten, dass sie existieren. Gravitationswellendetektoren messen im Wesentlichen die Bewegung von den Spiegeln, an deren Ende der Laser sich bewegt. Und diese Bewegung kann man auch hörbar machen. Es sind ja im Wesentlichen nichts anderes als Audiosignale. Und hier ist die Entwicklung des Signals vom September des 1. Das Signal wird also, hier ist die Frequenz als Funktion der Zeit. Das Signal wird schneller in der Frequenz.
Und wenn Sie das vergleichen mit dem Event vom Dezember, dann ist das hier, kommt es hier später rein, ist aber schneller bei der höheren Frequenz. Ich spiele das nochmal. Da, in der zweiten Version haben Sie ein bisschen mit dem Audiosignal gespielt, diese Natural Pitch. Das Beste ist dann, wenn man es etwas verstärkt. Achten wir nochmal drauf, September. Das war das Weihnachten und September. Das heißt, Sie sehen die Unterschiede schon. Es dauert etwas länger und langsamer, bis das Dezember-Signal seinen Endwert erreicht, während das erste Signal schneller durch den Detektor läuft und die oberste Frequenz erreicht. Das ist einfach die Konsequenz dadurch, dass das erste Signal halt durch größere Massen erzeugt worden ist als das zweite Signal. Auf diese Art und Weise kann man wirklich die Massen dieser beiden Schwarzlöcher regelrecht ablesen. Wo waren die Signale? Na gut, das ist der Himmel. Diese sind die Fehlerkonturen, also die möglichen Bereiche, wo das Signal hergekommen ist. Und für einen Astronomen ist das nicht so gut, weil im Wesentlichen ist das ein Streifen über den gesamten Himmel. Das heißt, wir brauchen andere Techniken, um die Genauigkeit der Lokalisierung zu verbessern. Und da gibt es zum einen der Versuch, halt die anderen Detektoren ans Laufen zu bekommen. Von Virgo in Pisa habe ich schon erzählt, GEO 600 habe ich auch erwähnt. Hier ist die Position der LIGO-Detektoren, die übrigens etwas anders angeordnet sind, mit Absicht, weil die Gravitationswellen eine bestimmte Polarisationsrichtung haben und man will Genauigkeit in alle Richtungen haben. Hier ist Kaga, das japanische, den ich erwähnt habe. Und man ist gerade dabei, einen Detektoren von LIGO, die haben an einer auch zwei, nach Indien zu verschaffen. Und damit, wenn der Detektor hoffentlich 2025 läuft, hat man dann 1, 2, 3, 4, 5 Detektoren. GEO 600 wird wahrscheinlich zu klein sein, um mit der Empfindlichkeit mitzuhalten. Aber dann hat man halt 5 Detektoren, wo man gleichzeitig sozusagen den Himmel sich anschaut. Und dann kann man durch Triangulation im Wesentlichen das Signal sehr viel besser bestimmen als mit den beiden Detektoren, die wir momentan haben. Virgo, wie gesagt, wird es in 2 Jahren auch ungefähr laufen, dann hat man zumindest mal 3. Die sind aber leider alle mehr oder weniger in einer Ebene. Das heißt, man hat dann 2 Deutlichkeiten, was die Himmelsrichtung angeht. Aber der LIGO-Detektor wird dann entsprechend hilfreich sein, da er etwas näher am Äquator ist. Man kann aber auch natürlich sich fragen, wenn diese beiden Objekte, sei es schwarze Löcher, sei es Neutronensterne, kollidieren, ob man nicht auch im Elektromagnetischen was sieht. Gibt es keine Explosion, die man dann sozusagen, wo auch Photonen erzeugt werden, die wir mit unseren Radioteleskopen und optischen Teleskopen messen können. Das versuchen wir auch. Also die LIGO-Detektoren senden uns Signale instantan aus, sobald das Signal also detektiert worden ist, mit den Koordinaten, die leider halt in dem Fall noch sehr ungenau sind. Das heißt, im Wesentlichen bräuchten sie ein Teleskop, das fast den ganzen Himmel absucht. Aber mit der Verbesserung der Lokalisierung kann man halt dann versuchen, das einzugrenzen und die Position zu bestimmen. Aber das ist nicht das Ende, das ist gerade erst der Anfang dieser Gravitationswellenastronomie. Also LIGO sitzt in einem Frequenzbereich von ungefähr 20 bis 2000 Hertz Gravitationswellenfrequenz. Das sind gerade die Frequenzen, die eben beim Verschmelzen von Neutronensternen und schwarzen Löchern auch von stellarer Größe zustande kommen. Darunter können sie nicht gehen. Unter 20 Hertz können sie nicht messen, weil die Erde sich dauernd bewegt. Wir haben seismische Bewegungen, sie haben Autos und Lastwagen, die über Straßen fahren und die Erde sich bewegen lassen. Wir haben die Ozeane, wir haben Ebbe und Flut, all das bewegt die Erde konstant und dauernd. Und damit werden sie praktisch durch das Rauschen der Erde hier im unteren Frequenzbereich gestört. Sie werden also von der Erde aus keine kleineren Frequenzen messen können. Wenn Sie kleinere Frequenzen messen wollen, müssen Sie die Erde verlassen. Und das ist das Prinzip von LISA, vom LISA Gravitational Wave Space Antenna. Sollen ursprünglich 3, mittlerweile sind 2, jetzt wird es vielleicht mit dem Erfolg von LIGO, werden es wieder 3 Antennen werden. Satelliten, die im Weltall fliegen, in der Formation und im Wesentlichen Lasersignale hin und her schieben. Und dann kann man halt die Gravitationswelle messen, indem sie die relative Position der Satelliten gegeneinander verschieben. Damit können sie
Das ist hängt ab von der Armlänge der Satelliten voneinander, eine Frequenz von ungefähr 0,1 bis 100 mHz messen. Da sehen Sie Quellen wie zum Beispiel massive schwarze Löcher, in denen ein kleines Objekt reinfällt, oder zwei größere massive schwarze Löcher, also Größenordnung von Millionen Sonnenmassen oder Tausende von Sonnenmassen und nicht halt 100 Sonnenmassen wie bei LIGO. Wir können aber auch, und damit will ich meinen Vortrag schließen, auch Pulsare tatsächlich verwenden, um Gravitationswellen direkt zu messen. Das erzähle ich im Folgenden. Da sind wir empfindlich am Frequenzbereich von 3 bis 100 Nanohertz. Und dann ganz bei den niedrigen Frequenzen sozusagen, bei Attohertz, 10 hoch minus 18 Hertz oder so, da müssen wir uns tatsächlich die Polarisationseigenschaften des kosmischen Hintergrunds, Mikrowellenhintergrunds anschauen, wo nämlich auch Gravitationswellen aus der Frühphase des Universums halt Signale hinterlassen haben, die wir versuchen zu messen. Aber ich möchte mich kurz noch zum Ende des Vortrags auf das Experiment konzentrieren, das wir momentan mit Effelsberg und anderen Teleskopen durchführen. Das Prinzip nämlich, dass wir die Laufzeitunterschied des Lasers zwischen den beiden Spiegeln hier auf der Erde über 4 Kilometer Armlänge messen, können wir auch hochskalieren. Wir können skalieren auf die Milchstraße. Schauen wir uns nämlich verschiedene Pulsare in verschiedene Richtungen an, dann kommen die Pulse mit bestimmten Ankunftszeiten hier auf der Erde an. Wenn wir jetzt aber eine Gravitationswelle über das Sonnensystem haben, die über hinweg streicht oder gar die Pulsare selbst, dann ändert sich die Länge zwischen den Pulsaren und der Erde. Sehr klein, aber immerhin hoffentlich messbar. Das heißt, die Ankunftszeiten verändern sich. Also angenommen, mein Kopf ist die Erde, das sind zwei Pulsare. Tue ich das, kommt dieser Puls etwas früher an und dieser etwas spät und umgekehrt. Und das ist korreliert am Himmel, das heißt, alle Pulsare in eine Richtung kommen zu spät oder zu früh und 90 Grad ändern sich gestaucht, gesteckt zueinander, sind antikorreliert. Und das versuchen wir zu messen. Und mittlerweile haben wir eine Messgenauigkeit, wo wir die Längenänderung über ein Mittel von Pulsaren auf eine Genauigkeit von 50 Metern auf ein Lichtjahr messen können. Wir vermuten, dass wir ungefähr 20 bis 30 Meter brauchen. Das heißt, wir sind sehr nah dran. Und Faktor 2 oder 3 reicht vielleicht aus, um diesen Effekt zu messen. Aber woher kommen diese Signale, die wir messen? Tatsächlich kommen die aus der Frühphase des Universums, als sich die Galaxien geformt haben. Wir glauben nämlich, dass Galaxien sich formen, indem zwei kleinere Galaxien zusammenkommen, verschmelzen und eine größere Galaxie bilden. Die verschmelzen dann wieder zusammen und bilden wieder eine Größe und so weiter. Um das mal darzustellen, hier haben wir, also es verschmelzen hier zwei Galaxien. Jeder dieser Galaxien hat im Zentrum ein massives schwarzes Loch. Das heißt, wir haben für einen bestimmten Zeitpunkt während der Verschmelzungsphase ein Binärsystem von zwei schwarzen Löchern, die umeinander kreisen. Und dann haben wir nichts anderes als die beiden schwarzen Löcher bei LIGO, nur etwas größer, ungefähr Millionen mal größer, die halt auch Gravitationswellen aussenden. Die Gravitationswellen werden zwar weit entfernt von der Erde erzeugt, weil das aus der frühen Phase Universums kommt, aber irgendwann kommen die Gravitationswellen bei uns auf der Milchstraße an und verändern die Ankunftszeiten, die wir hier auf der Erde von unseren Pulsaren in der Milchstraße messen. Und das ist genau das Prinzip des Experiments. Wir wissen, dass dieses Verschmelzen stattfindet. Wir sehen es tatsächlich sozusagen momentan darin, dass auch die Milchstraße sich momentan auf Kollisionskurs zur Andromeda-Galaxie befindet. Wir nähern uns mit einer Geschwindigkeit von 430.000 Stundenkilometer einander an. Das heißt, in 2,5 Millionen Jahren kommt es zur Kollision. Nicht, dass wir uns darüber noch große Gedanken machen müssten. Aber was passiert ist, dass diese beiden Galaxien, diese beiden Spiralgalaxien, im Wesentlichen miteinander kollidieren und dann später eine große Galaxie bilden. Und es wird nicht wirklich zu Sternkollisionen kommen, weil der Raum zwischen den Sternen relativ leer ist, aber es wird zumindest für einen bestimmten Zeitraum zu diesem Tanz zwei schwarzen Löcher kommen, wo nachher dann eine größere Galaxie draußen steht. Wir können tatsächlich auch dieses Experiment benutzen, um in die Vergangenheit zu schauen. Denn wir verwenden nicht nur zwei Spiegel, wir verwenden sozusagen mehrere Spiegel, die wir mehrere Pulsare haben, die in verschiedenen Entfernungen voneinander sind. Das heißt, die Gravitationswelle würde sozusagen in diesem Bild hier diesen Pulsar zuerst treffen, dann diesen Pulsar und so weiter. Das heißt, das Licht oder die Gravitationswelle braucht aber eine gewisse Zeit, bis sie diese Strecke zurückgelegt hat. Und das entspricht einem Blick etwas weiter in die Vergangenheit.
Und auf diese Art und Weise können wir tatsächlich auch die vergangene Entwicklung dieses Binärsystems verfolgen. Aber wichtig ist erstmal, dass wir eine Detektion machen. Und deshalb arbeiten wir mit Kollegen in der Welt zusammen, mit unseren Kollegen in Nordamerika, die das Green Bank Teleskop und das besagte Arecibo Teleskop benutzen. Wir versuchen, die Südhalbkugel zu verwenden mit Kollegen in Australien. Wir müssen das Parkes Teleskop, das wir benutzt haben, um den Doppelpulsar zu finden. Und in Europa haben wir im Wesentlichen 5 Teleskope, eins fehlt, mit dem wir dieses Experiment durchführen. Und alle zusammen, am Montag beginnt eine Konferenz dieser Kollaboration in Südafrika, versuchen wir halt diese im kleinen Schritt von Empfindlichkeit von Faktor 2 oder 3 zu erreichen, um dann auch in diesem Frequenzbereich Gravitationswellen direkt zu detektieren. Das Ganze wird einfacher werden, wenn wir ein größeres Radioteleskop haben, denn umso größer das Teleskop, umso größer die Empfindlichkeit. Das größte, was momentan gebaut wird, ist das Square Kilometer Array, das wird das größte der Welt bleiben, wo wir in Südafrika und Westaustralien Antennen aufstellen. Und die ersten Antennen stehen schon. Das ist ein Bild von dem südafrikanischen Teil des Teleskops. Die Antennen werden übrigens in Deutschland entworfen und von der deutschen Firma in Südafrika gerade aufgestellt. Das dauert aber noch was, bis das ganze Teleskop steht, aber dann sollte auch hier spätestens die Detektion von Gravitationswellen kein Problem mehr sein. Die LIGO-Kollegen schlafen natürlich nicht, auch die wollen mehr Empfindlichkeit haben und deren großes Ziel neben LISA ist der Bau des sogenannten Einstein-Teleskops. Das ist im Wesentlichen eine Weiterführung des japanischen Konzepts, in dem man das Teleskop, den Gravitationswellendetektor, sehr weit unter die Erde baut, um das seismische Rauschen so klein wie möglich zu machen, das Ganze kühlt und auf diese Art und Weise kann man hoffentlich die Empfindlichkeit auch hier auf der Erde erheblich steigern. Diese ersten Designstudien zu diesem Einstein-Teleskop sind getan und das Experiment ist in der Vorbereitung und natürlich mit der ersten Detektion, die jetzt geschafft worden ist, hoffentlich auch allzu bald realisierbar. Zusammen Einstein-Teleskopen, LIGO, GEO, Virgo, KAGA, wie sie heißen, LISA für den Milli- und Mikrohertz und die Pulsare im Nanohertzbereich öffnen gemeinsam also damit ein neues Fenster zum Universum, ein Fenster, das jetzt schon Objekte beobachtet hat, von denen wir nicht genau wussten, ob sie existieren, nämlich vielleicht schwarze Löcher mit Sonnenmassen von ungefähr 10 bis 50 Sonnenmassen. Das alleine ist den Nobelpreis wert. Also ich bin bereit, jede Wette einzugeben, dass vielleicht später in diesem Jahr die LIGO-Kollegen den Nobelpreis bekommen. Frage ist halt nur, wer. Bei so einer Kollaboration, da kann man sich noch drüber streiten. Aber dass das eine außerordentliche Entdeckung ist, die auch gewürdigt werden muss, steht außer Frage. Wir wussten zwar, dass Gravitationswellen existieren. Es gab 1993 schon den Nobelpreis für Hals und Taylor für den ersten Nachweis. Aber das ist nochmal eine ganz andere Qualität mit einem Instrument und einem Messapparat, der wirklich seinesgleichen sucht. Die Leute haben Jahrzehnte an diesem Teleskop gearbeitet, auf diesen einen Moment hingearbeitet und man kann eigentlich auch deren Leistung damit gar nicht hoch genug würdigen. Also das Ganze eröffnet ein neues Fenster. Wir werden zum ersten Mal den freien und ersten Blick auf schwarze Löcher. Und die nächsten Jahre werden wirklich spannend werden. Vielen Dank.